Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, wir sind mal wieder in der Werkstatt. Lange, lange ist es her. Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal ein Video aus der Werkstatt gefilmt habe. Ich habe meine Swordman-Spindeleinheit zerlegt. Die 6 Messerspindel habe ich zerlegt. Ich sage euch gleich warum und ich sage auch gleich, was ich gefunden habe. Ich habe mir ein neues Untermesser gekauft. Ihr seht schon, ich habe eine neue Kugellage gekauft. Es ist tatsächlich dramatisch. Die Spindel ist schon ein bisschen älter. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie alt die ist. Oh, weiß ich nicht, ich lasse sie 2-3 Jahre alt sein. Meine alte 6 Messerspindel. Und ja, die habe ich auseinandergebaut. Ich erkläre euch heute, wie man so eine Swordman-Spindel auseinanderbaut. Ich habe noch eine andere. Ne, ich habe die 10 Messerspindel. Habe ich da noch eine drin? Habe ich da noch eine Spindel? Weiß ich gar nicht. Egal. Ja, also das erkläre ich euch, wie man die zerlegt, wie man sie repariert, welche Schwierigkeiten es dabei gibt und was die Reparatur letztendlich kostet. Genau, also ungeschminkte Wahrheit. Viel Spaß mit dem Video. Yeah! Ja, fangen wir mal ganz schnell von vorne an, um so eine Spindel auszubauen. Das ist jetzt hier meine 10 Messerspindel. Um die auszubauen, müsst ihr erstmal den Seiteldeckel abmachen. Idealerweise kippt ihr den mehr nach hinten. Da habe ich so Gewichtssäcke, die ich verwende. Dann könnt ihr schon mal hier die Frontrolle ganz nach unten schwenken. Die muss ganz nach unten geschwenkt werden. Und dann nehmt ihr hier den Riemen ab, indem ihr diese Spannrolle einfach anhebt. Dann könnt ihr den Riemen einfach so runterhängen lassen. Und dann habt ihr hier 2 Imbusschrauben, die ihr rausschrauben müsst. Da eignet sich so ein Schlüssel, so ein Imbusschlüssel sehr gut. Ein bisschen länger kommt ihr hier an diesem Metallrohr ganz gut vorbei auf beiden Seiten. 2 Schrauben rausdrehen. Wenn die Spindel so ein bisschen anhebt, dann könnt ihr die auch von Hand drehen, Unterlegscheiben nicht verlieren. Und dann könnt ihr die Spindeleinheit schon so hier einfach vorsichtig rausziehen. Und passt auf, ne, dass ihr euch nicht klemmt oder verletzt. Fertig. Nehmen wir sie mal rüber. Legt ihr die Spindeleinheit vorsichtig auf eure Werkbank drauf. Ja, was müsst ihr jetzt lösen? Tatsächlich konnte ich die Spindel nur ausbauen, indem ich einmal das Untermesser mit diesen 3 Schrauben gelöst habe und dann konnte ich die Spindel hier mit diesen 3 Schrauben lösen und nach unten rausziehen. Also hier, wir haben also insgesamt hier auf der anderen Seite auch, achso, dazu muss man vorher noch hier dieses Zahnrad muss man noch abschrauben, dann müsst ihr auch diese beiden Schrauben lösen und ihr braucht tatsächlich höchstwahrscheinlich einen guten Abzieher. Also so einen Abzieher habe ich mir mal gekauft, das kostet nicht viel Geld. Das Teil braucht man wirklich, um tatsächlich die Spindel relativ schmerzfrei zerlegen zu können. Ihr braucht dazu tatsächlich 2 Bits. Das ist ein TX20, den ihr braucht, ein TX20 für die Schrauben. Und das ist ein 4er, genau. Und ein 4er Imbus-Bit für die große Schraube am Untermesser. Also diese beiden Bits braucht ihr. Jetzt zeige ich das Gehäuse. Also wenn ihr hier diese 3 Schrauben gelöst habt, dann fällt dieses Gehäuse, diese Halterung für das Untermesser, die fällt so, die hat so ein bisschen Spiel. Die kippt so ein bisschen hin und her. Ist nicht viel, aber immerhin. Die kippt so ein bisschen hin und her. Und dadurch reicht der Platz aus, um die Spindel hier rauszuziehen. Was ich natürlich auch machen werde, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn ich schon mal dran bin, an der Kassette, dann werde ich auch gleich hier das Untermesser erneuern.
Das können wir mal zuerst machen. Dazu brauche ich auch den gleichen Torx. Ist alles der gleiche Torx. Aber ich muss unbedingt die Löcher hier reinigen, weil diese Löcher sind natürlich voller Dreck. Und wenn die nicht sauber sind, dann dreht auch so ein Torx durch. Torx, Andreas, Torx. Genau, die habe ich gereinigt, die Spindel, mühselig sauber gemacht mit ganz viel Wasser. Man sieht auch, dass hier die auch ihre Korrosionsschäden schon hat. Egal. Die einfachste Methode, solche Schrauben zu reinigen, ist Druckluft. Was ist das? Sieht nicht so gut aus. Gut, dann nehme ich immer meinen schönen Akkuschrauber. Schön festziehen. Und dann hoffen wir, natürlich im richtigen Bit. Dann hoffen wir mal, dass wir das Ding hier vernünftig. Genau, eins. Zwei. Kauft euch bloß gutes Werkzeug, also sonst macht das alles keinen Spaß. Jetzt guckt ihr das mal an hier. Oh, da kriegst du ja schon die Krise. Da kriegst du ja die Krise. Das ist Edelstahl, das ist super. Aber das hier, das ist ganz normaler Stahl. Und was für eine Korrosion. Was für eine Korrosion unterm Untermesser. Hier sieht man mal, wie so ein Untermesser jetzt verschlissen ist. Das ist jetzt noch nicht so besonders verschlissen, aber bei der Gelegenheit, zack, weg damit, Stahlschrott. Gut, jetzt bürsten wir mal ein bisschen rüber. Ja. Super. Ist die Frage, ob ich da nochmal rüberschleife? Eigentlich ja. Huch. Ich mache hier meinen Schwingschleifer. Schleife da einmal nochmal ganz vorsichtig rüber. 80er Schmirgelpapier. Weil das finde ich jetzt nicht schön. Da möchte ich schon ein bisschen eine glattere Oberfläche haben. Tja, nicht zu viel. Nicht zu viel. Kann's nichts machen. Oh Mann. Ah. Ja, müsste man jetzt eigentlich nachlackieren. Mache ich aber nicht. Ich hau da jetzt einmal schönes Universalöl drauf. Ja, alle? Nee. Ich liebe ja Ballistol. Herrliches Zeug. Herrliches Zeug. Sehr schön. Ganz vorsichtig nicht abwischen. Wunderbar. Okay, so, jetzt gucken wir uns mal an, was uns Swordman geliefert hat. Das ist also das neue Untermesser. Da. Da. Das ging relativ schnell. Also das wird dann hier sehr gut verpackt.
mit einer Das ist nur Schutz. Schutz. Okay, also neue Schrauben sind dabei. Super, sehr schön. Neue Schrauben sind dabei. So soll es sein. Wunderbar. Rechnung und Werbung. Gibt's noch eine Anleitung. Organischer Dünger, Werbung, Werbung, Werbung. Düngerwerbung, Swordman-Werbung. Aber keine Anleitung, wie man das jetzt eigentlich repariert. Das finde ich nicht gut. Schade. Können wir nochmal alt mit neu vergleichen. Aber das hat wirklich hier nur vorne ein Winkel. Ich weiß gar nicht, Swordman hat ja nochmal den Winkel geändert. Und es ist tatsächlich ein bisschen dicker. Oh, das messen wir mal nach. Das ist tatsächlich ein bisschen dicker. Guck mal an. So, da kann man sich auch täuschen. So, was haben wir hier da ungefähr genau? 3 mm. Und was ist das hier? 3 mm. So kannst du täuschen. Also nichts verändert. So, jetzt richtig rum ranbauen. So gehört das ran. Gut. Jetzt könnte man die alle mit Loctite einkleben. Ja. Ich gehe jetzt hier auf die Ratschenposition auf 16, fange von der Mitte an. Mal so ganz bisschen, gehe dann von links nach rechts. So, jetzt ist es ausgerichtet, jetzt kann ich schon mal anziehen. Zack, zack, zack. Upsala. Wenn man jetzt von der Mitte nach außen immer abwechselnd schraubt, dann bettet sich das Untermesser sehr gut auf dem Untermesserträger. Halt. Deswegen mache ich das so. Tja. Nicht vergnabbeln. So, fertig. Jetzt kann ich noch mal nachziehen. Gibt's keine Drehmomentvorgabe, nichts. Ja, was soll jetzt der Kunde hier tun? Keine Ahnung. Keine Drehmomentvorgabe, nichts. Klar, man kann das morgen noch mal nachfragen. Aber sowas muss mitgeliefert werden. Wozu kaufe ich ein Untermesser? Das kann ich nicht an die Wand hängen. Das will ich zur Reparatur meiner Spindel haben. Also, Mensch, da muss man davon ausgehen, dass die Leute das können. Natürlich geht Swordman davon aus, dass man seine Spindel einschickt und das dann alles gemacht bekommt. Aber ganz ehrlich, Leute, das kann es nicht sein. Gut, fertig. So, die kommt jetzt zur Seite. Hier ist auch schon korrodiert da. Seht ihr das? Auch schon abgeplatzt, der Lack. Ja gut, das ist einfach so. Jetzt kommen wir wieder weg hier.
Also das ist, glaube ich, das Maximum, was auch der Kunde hinbekommt. Also mehr, glaube ich, schafft keiner von uns. Okay, ja, zur Seite damit. Wenn ihr jetzt die Spindel ausbaut, dann habt ihr erstmal hier solche, dann habt ihr hier solche Gehäuse in der Hand, in diese kleinen Gehäuse. Das ist echt, das ist ja das, was ich so furchtbar finde. Das ist so filigran. Ich sag's ja mal wieder. Das verstehe ich einfach nicht. Dann sind hier so mini Kugellager. Das soll die Lagerung des Untermessers sein. Und zwei von diesen Kugellager, die sind hier eingepresst. Die kann man relativ einfach dann mit dem entsprechenden Austreiber, mit dem entsprechenden Werkzeug rausschlagen. Ich habe dann nochmal hier die ganzen Halter hier, habe ich dann nochmal poliert, ein bisschen gereinigt. Und so, jetzt zu den Lagern. Diese kleinen Lager sind komplett festgerostet. Komplett. Da bewegt sich nichts mehr. Die sind total hin. Also weg damit. Glücklicherweise steht auf diesen Lagern eine Nummer drauf, für eine Kennnummer für Rillenkugellager. Kann man ganz einfach nachkaufen. Kostet natürlich nichts. Ne? Das kostet ein paar Cent kosten, diese Lager. Aber sie sind komplett kaputt. So, das ist das Erste. Also dann habt ihr schon mal hier aus diesen beiden Gehäusern die Lager raus. Dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da ist da noch so eine kleine Distanzscheibe, um hier das Spiel auszugleichen, auf einer Seite zwischengelegt. Ich weiß leider nicht mehr auf welcher, weil mir ist diese Distanzscheibe entgegengefallen. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. So, und dann, jetzt können wir diese alten Schrauben, die können wir natürlich jetzt wegschmeißen. So, und dann kommt ihr hier an diese Spindel und da sitzen jetzt hier zwei so Gehäuse drauf. Und in diese Gehäuse sind die Kugellager eingepresst. Die sind einfach nur eingepresst. Da gibt es keinen Sicherungsring, da gibt es keinen Anschlag, also keinen Absatz, gegen das Lager gegenläuft. Die sind einfach nur ganz stumpf in diese beiden Gehäuse eingepresst. Und diese Gehäuse jetzt von dieser Spindel hier runterzuziehen, also dieses Lager abzuziehen, war echt eine Nummer. Also das ist unglaublich. Ich musste da eben meinen Abzieher auch wieder verwenden. Auf der einen Seite hat das ganz gut geklappt, auf der anderen Seite musste ich mit zwei Schraubendrehern, muss man das jetzt hier so zeigen, ganz vorsichtig, musste ich hier mit so zwei Schraubendrehern an dem Lager vorbei und musste hier über diese Keiligkeit der Schraubendreher, musste ich hier diese Lager runterschlagen. So, war nicht ganz einfach. Und dann brauchte ich wiederum das richtige Werkzeug. Habe ich mir jetzt hier eine Nuss gefunden, um jetzt aus diesen Haltern die Lager rauszuschlagen. Muss man entsprechend natürlich was runterlegen, dass man die Lager durchschlagen kann. Das war jetzt nicht ganz so kompliziert. Ich gehe mal davon aus, ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube sogar, dass Sportman diese Lager einklebt. Ich kann es nicht sagen, auf der einen Seite waren sie bündig, auf der anderen Seite hatten sie ein bisschen, saßen sie ein bisschen weiter drin. Und jetzt kommen wir zum Lager, denn was hatte ich? Ich hatte ein riesiges Geräuschproblem. Der Mäher war laut, der Mäher hat Geräusche gemacht, Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Es war einfach ein lautes Mähgeräusch. Ich dachte erst, ich muss nochmal backlappen, nochmal die Spindel nachschleifen. Hat überhaupt nichts gebracht. Und dann habe ich doch gesagt, komm, schau mal, da ist das Lager kaputt. Und dann habe ich die Lager ausgebaut. Und die Lager sind beide hin. Sie haben beide. Guck mal das. Beide Lager haben Lagerschaden. Beide Lager laufen ganz rau, also vergessen. Zack, weg, kaputt. Aber auch diese Lager gibt es für ein Spottgeld, 80 Cent glaube ich das Stück, gibt es neu zu kaufen im Online-Shop, Kugellager Express oder irgendwelche anderen, ganz egal.
Ich habe also, glaube ich, ich habe jetzt gleich mal einen doppelten Satz gekauft, also gleich 4 Lager und 10 von diesen kleinen Lagern, weil ich eins kaputt mache. Das hat, muss ich lieben, 15 Euro mich gekostet. 15 Euro inklusive Versand. Lächerlich. Also das war überhaupt kein Ding. Da müsst ihr natürlich jetzt hier diese Oberflächen noch mal ein bisschen vorsichtig reinigen, damit die Lager hier wieder gut drauf passen, raufrutschen. Das ist ganz wichtig. Auf der einen Seite habt ihr gesehen, rutscht das Lager gut drauf. Auf der anderen Seite, da hatte ich schon mal geguckt, ja, da ist es etwas strammer. Ich verstehe auch nicht, warum der Absatz größer ist. Normalerweise macht man einen vernünftigen Absatz zum Lagersitz. Also man hat eine Welle. Und dann kommt natürlich erst der Teil der Welle, wo was anderes drauf sitzt. Und da, wo das Lager dann sitzen soll, da ist natürlich der Durchmesser ein bisschen größer, damit das Lager über den Hauptteil der Welle einfach rüberrutscht und dann nur stramm auf dem Lagersitz sitzt. Ist hier nicht der Fall, wie ihr seht. Hier, da. Na, das ist eng. Schon eigentlich viel zu eng. Ist alles ein Durchmesser. Jetzt kommt hier noch irgendein komischer Absatz, den ich nicht verstehe. Ich möchte aber auch nicht so viel hier wegarbeiten. Ich habe sogar das Gefühl, dass das Lager hier auf der Welle mitgedreht hat. Gut, ich versuche jetzt so ein ganz bisschen nochmal, wie macht man denn das? So ganz fein im Schleifpapier. Jetzt habe ich hier 1000er Schleifpapier. Nochmal so ein bisschen den Lagersitz zu glätten, zu polieren. Also wirklich ein ganz feines Schleifpapier, um irgendwelche Grate wegzunehmen, damit das Lager hier gut raufrutscht. Nee. Vielleicht ist es auch so gedacht, dass das eben tatsächlich drauf gepresst wird. Ich weiß es nicht. Also hier wird anscheinend alles gepresst und verklebt und nicht, wie man es im Maschinenbau vernünftig macht, mit vernünftigen Sicherungsringen und ja, Absätzen gefertigt. Das ist das, was mich tierisch stört. Außerdem stört mich auch tierisch, dass dieses alles so klein ist. Kleine Lager. Da sind natürlich schon hohe Kräfte drauf. Nur noch ein bisschen von meinem Lieblingsöl. Darf natürlich auch nicht irgendwelcher Schmutz drauf sein. Wenn es ganz leicht draufgepresst wird, ist ja okay. Nee, da ist ein richtiger Absatz. Ich merke das auch richtig mit den Fingern. Dann stehst du da und weißt nicht, was soll das hier alles? Deswegen, ja, natürlich, klar, kann man das natürlich auch zu Swordman geben und sagen, hier, Swordman, mach, repariere mir das. Das kostet natürlich auch viel Geld. Da ist definitiv ein Grat. Was immer das auch soll, ey. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt wird's. Tja. Das ist die Frage, ob ich den überhaupt weggeschliffen kriege. In meinem Papierchen hier. Mit einer Feile rübergehen ist Mist. Tja, gut, wir machen jetzt Folgendes. Ich werde jetzt erst diese Lager hier einpressen. Und zwar müsst ihr gucken, dass ihr von der rechten Seite das Lager wieder einpresst. Das ist
auch nicht ganz ohne. Man neigt dazu, sehr schnell so ein Lager zu verkanten. Und dann, wenn man das dann reinschlägt, dann geht gar nichts mehr. Deswegen ist es irgendwie besser, wenn ihr irgendwie eine Vorrichtung habt, also jetzt zum Beispiel hier einen Schraubstock, dass ihr einfach das dann dazwischen setzt und dann ganz vorsichtig das Lager reindrückt. Das ist eine Möglichkeit, ist nicht optimal, aber wie ihr seht, das funktioniert und es ist Wahnsinn. Ich kann es echt nicht glauben, mit welcher, gehe mal hier ein bisschen rüber, habt ihr natürlich nicht gesehen, ich mache es nochmal. Also ihr schaut euch an, von welcher Seite das Lager reingedrückt werden muss. Und dann braucht ihr unbedingt Parallelität, also nicht irgendwie draufschlagen, dann verkantet sich nur alles, sondern ihr müsst irgendwie versuchen, eine Parallelität zu kriegen. Im schlimmsten Fall nehmt ihr so einen Schraubstock, das ist jetzt nicht die beste Lösung, und versucht darüber das Lager einzupressen, immer wieder drehen, vorsichtig, dass es möglichst gleichmäßig und parallel in den Lagersitz rutscht. Das ist jetzt nicht die elegante Methode, das ist jetzt so die, jetzt helfe ich mir selbst Methode. Viel besser wäre es natürlich auf einer Presse ganz sauber das Lager reinzudrücken, aber das hat man ja nicht. Wer soll man das denn haben hier? Also, so, zack. Gut, fertig, bis zum Anschlag. Von einer Seite reingepresst und ist noch heil. Sehr schön. Gut, von der richtigen Seite. Und jetzt natürlich die Frage, wie rum sitzt jetzt das Lager? Und da kann ich jetzt nur spekulieren, aber ich gehe mal davon aus, so sieht es auch aus. Dass das Lager, also der Lagersitz, muss man mal gucken, das ist jetzt die große Frage. Wenn ich jetzt, hier geht es rauf, da ging es ja so rauf. Ganz vorsichtig. So. Was haben wir da? Ungerad. Gut. Anschlag. Und jetzt hoffe ich mal, dass das so rum richtig ist und nicht andersrum. Das weiß ich jetzt nicht. Dann muss ich wieder abziehen. Also ich nehme jetzt beide Lager und setze sie mit der oh, mach mich nicht schwach, ey. Ich kann leider auch nicht erkennen, von welcher Seite die Schrauben reingeschraubt sind, aber das sieht schon richtig aus. So, und hier an dieser Stelle braucht ihr jetzt eine Hülse, eine passende Hülse. Passt nicht. Irgendeine passende Hülse. Viel Glück haben wir jetzt eine passende Hülse. Passt auch nicht. Haben wir noch mehr Hülsen. Ja, und da geht's los. Jetzt brauchen wir eine passende Hülse, um dieses Lager da reinzuschlagen. Was nehmen wir da? Wir müssen jetzt irgendwie improvisieren. Wir nehmen jetzt irgendwas Verrücktes hier. Das hier. Das sollte natürlich nur auf dem inneren Lagersitz aufschlagen. Zu groß, auch nicht gut. Improvisieren, ich muss jetzt improvisieren. Irgendeine vernünftige Hülse. Hülse, so, da bin ich wieder. Kamera war heiß. Immerhin, 40 Minuten hat sie durchgehalten. Habe ich zwischendurch mal gemäht kurz, ein bisschen gemulcht. Hier den Rand zum Feld. Und wir waren stehen geblieben hier, indem wir jetzt also hier das Lager draufschlagen wollen. Und jetzt setze ich mal hier so die Spindel hier so schön hinten ins Holz rein. Habe jetzt hier
ein gut passendes Rohr gefunden. Und jetzt, zack, drauf geht. Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Und da ist wieder Spiel. Guck mal an. Das ist ja interessant. Ja, das Lager dreht. Jetzt gibt's doch nicht. Das Lager dreht auf der Welle. Das ist natürlich großer Mist. Also muss es wieder runter, weil das geht nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Tatsächlich dreht das Lager mit. Ah, Mann, ey. Super. Ganz großartig gemacht. So, jetzt versuche ich es mal wieder abzuziehen. Was Blödes, Mann. Jetzt nehme ich meinen Abzieher. Seht ihr das eigentlich? Alles drauf. Ja, sehr gut. Nehme ich meinen Abzieher, der so gerade eben dahinter passt. Wirklich so gerade eben. Ach so, bevor ich das mache, jetzt teste ich erstmal, ob die Spindel überhaupt so in den Sitz hier reinpasst. Ob ich sie überhaupt richtig rummontiert habe. Wir sollen mal gucken. Ne, so rum muss das. Da. Dazu muss ich. Das ist nicht einfach. Jetzt die Frage, ob irgendwas von der Breite her passt. Oder ob sie doch nach innen müssen. Was ich schon jetzt vermuten würde. Ja, das ist zu breit. Was für eine Konstruktion ist das eigentlich? Was für eine Konstruktion ist das? Es darf doch nicht wahr sein. Ehrlich. Okay, Murphy's Law. Die Lager sitzen jetzt genau verkehrt rum drin. Super. Abzieher, wieder abziehen. Okay. Nicht rollen. Gut, das hätte man sich natürlich auch merken können, als ich es zerlegt habe. Ich will nicht sagen, dass das perfekt jetzt war. Nee, ist nicht gut. Zack. So ist besser. So, also so ein Abzieher, ohne so ein Abzieher geht das gar nicht. Ziehe ich das Lager wieder runter. Muss sowieso runter, weil ich es einkleben muss. Denn so geht's nicht. So. Man sieht das auch. Also man sieht das auch. Wenn man den Lagersitz sich ganz genau anguckt, dann sieht man, dass der gefressen hat, dass der also das Lager auf der Welle mitgedreht hat, also der innere Lagerring auf der Welle mitgedreht hat. Und auf dieser Seite komme ich jetzt nicht so gut hinter das Lager. Oder doch?
sie wieder durchdrehen. Na doch, geht. Ach, da muss ich jetzt wieder abziehen, vorsichtig. Na komm. Also beide einkleben hilft nichts. Oh Mann. Ey. Also jetzt will ich es nochmal erklären. Also das Lager ist auf einer Seite bündig mit diesem Gehäuse. Und innen drin, auf der anderen Seite, hat es einen kleinen Absatz. Also sitzt ein bisschen tiefer drin. Das heißt tatsächlich, die bündige Seite, die muss nach außen. Okay, jetzt haue ich da Loctite drauf und setze es wieder drauf. Ah, gut, dass man alles hat hier. Wo ist mein Loctite? Ja. Oh Mann, ey. Mittelfest. Einmal schön rumlaufen lassen. Das ist nicht die feine englische Art. So, was habe ich gesagt? Die bündige Seite muss nach außen. Okay. Na gut. Da auch Loctite drauf. In der Hoffnung, dass das reicht. Die bündige Seite muss nach außen. Also so rum. Rohr. Gummihammer. Zack drauf. Das muss natürlich fest werden. Okay. Die bündige Seite nach außen. Ja, dazu braucht man eine Montageanleitung. Aber nein, das müssen wir alles selber rauskriegen. Okay, versuchen wir nochmal, dieses Teil wieder einzubasteln. Stellen wir auf. Na siehst du, jetzt geht's doch. Na bitte. Was zu beweisen war. So. Jetzt mal versuchen, irgendwie diese Schräubchen da reinzukriegen. Gut. Die Schräubchen waren das. Dann mache ich jetzt auch kein Loctite dran. Nee. Andere Seite. Ja, also die bündige Seite nach außen. Okay. Ich möchte das mal ein bisschen hochhalten. Mich natürlich dabei nicht klemmen. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Sehr gut. Diese Minischräubchen. Aber man kann auch sagen, es ist ein Uhrmacherwerk. Ne. So, letzte Schraube hier auf der Seite. Dann noch hier anziehen.
Gut. Habe ich auch die richtige Seite gemacht. Muss natürlich, also eine Fahrtrichtung muss dieses Zahnrad muss links. Und jetzt kommt das nächste Ding. Spindel ist schon mal montiert. Jetzt kommt das nächste Ding, jetzt müssen wir diese komischen Gehäuse hier zwischenfummeln. Dazu muss ich natürlich erstmal die kleinen Lager in dieses Gehäuse einpressen. Gut, das geht eigentlich wie von selbst. Die passen einfach so. Na gut, die passen jetzt so gut rein. Okay. So, und die kommen jetzt hier so zwischengefummelt. Ohne sich zu verletzen. Die müssen genau. Nicht ernsthaft, ne? Da so zwischen. Und nicht sich verletzen. Das ist ne, eine scharfe, seht ihr das überhaupt? Ja, ja, gut. Das ist eine scharfe Schere hier. So, dann kommt erstmal hier so eine etwas größere. Eine größere Schraube. Auch mit dem Kegel. Keine Ahnung. Zieht die schon? Okay, andere Seite. Zwei neue Lagerchen rein. Ein bisschen enger hier. So, andere Seite. Meine Frau ist einkaufen gefahren. Was soll das denn? Das mache ich auch wieder mit dem Schraubstock. Press sie da einfach rein. Die Hoffnung, sie drehen noch. Na gut. So. Das hier zwischen gefummelt. Und in diese. Oh, das geht ja ganz gut. So. Und da haben sie jetzt eine Unterlegscheibe zwischen gemacht. Quatsch. Nee. Achso, ich darf das nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ich verspanne alles. Da dreht nichts mehr. Gut, jetzt kommt von. Jetzt kommen hier so. Dass der Lager sitzt. Mit zwei. Festgeschraubt. So, andere Seite. Oh, das sitzt sogar an der richtigen Stelle. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Na, nicht ganz. Da muss ich ein bisschen lösen nochmal. Da ist sie weg. Nein, ich muss es bitte rausmachen. Bitte raus. Das heißt, der darf nicht ganz fest sein. So.
jetzt kann es ein bisschen sich bewegen. Ja. Letzte Schraube. Diese kleine Unterlegscheibe, keine Ahnung, die lege ich da nicht mehr zwischen. So. Der war fest hier. Gut. Ich nehme mir die höchste Ratschenstufe von meiner Makita. Okay. So, fertig. Interessant. Oh, jetzt ist sie fest. Zurückdrehen, zurückdrehen, das Untermesser zurückdrehen. Ah, das war natürlich nicht so schlau. Schnell zurückdrehen. Wo ist mein Achter? Wo ist mein Kleiner? Ah, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Hä? Wo ist denn jetzt? 10. Wo ist mein Achter? Wo ist denn der hin? Ja, ich hätte die erst zurückdrehen müssen. Ah, oh, Mann. Mist. Fehler gemacht. Seit ein 6er, was ist denn das jetzt hier? Ne, ein 8er. Oder ein 7er. Kann auch sein. Ne, immer noch ein 8er. Oh, ich hoffe, der hat jetzt Ton. So, die müssen natürlich zurückgedreht werden hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, das war natürlich doof. Da war jetzt ein bisschen Druck drauf, aber jetzt ist sie schon frei. Ah ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. So. Jetzt schrauben wir sie mal ganz. Wo ist denn mein Achter? Ich hatte doch auch so einen Achter-Ratschenschlüssel. Was habe ich denn damit gemacht? So. Jetzt schrauben wir sie vorsichtig wieder vor. Sieht doch gut aus. Kann ich nicht schrauben. Ich gucke jetzt einfach nur auf den Spalt. Aha. Gut. Ah, zu viel. Dann zurück. Gut, Mitte. Zurück. Die schneidet sie gar nicht. Hört sie auch sehr gut. Hier haut sie richtig drauf. Also ich habe mal das Gefühl, dass er richtig aufsetzt. Aber es ist nur ganz am Ende. Wenn ich das zurücknehme, habe ich hier schon ganz am Ende ist hier. Ja, super, ne? Ja, klar, man könnte sie jetzt zu Sportman schicken, schleift der einmal drüber. Und ich weiß nicht, wie ungleichmäßig jetzt diese Spindel ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber Fakt ist, so geht's nicht. Einfach neues Untermesser runtersetzen in eine alte Spindel. Das macht nicht viel Sinn.
Ich muss mir jetzt irgendwie zu helfen wissen. Hätte ich auch das andere alte Untermesser drin lassen können. Also das läuft jetzt nicht schön. Also hier haut er richtig jedes Mal drauf. Bam. Genau hier am Ende. Ja, lieber Ranfix, das ist hier die ungeschönte Wahrheit. Also das hier mal so eben selber zu reparieren, neues Untermesser einzubauen, wenn die Spindel auch nicht neu übergeschliffen ist, ist nicht optimal. Ja, ich werde jetzt trotzdem die Spindel einbauen, wenn wir mal einen Test machen. Ach so, vorher muss ich noch hier diese Welle wieder draufpacken. Das ist nicht so schlimm. Mal wieder draufsetzen hier. In zwei Imbusschrauben. Also das ist schon Hammer. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Oh. Das bereitet mir echte Bauchschmerzen. Das ist nicht wirklich die beste Lösung. Weil absolut nicht. Also die, hört euch das mal an. Ja, man kann sie natürlich jetzt mit dem Backlapping wieder so ein bisschen an die Spindel angleichen, das Untermesser. Es wird mir auch nichts anderes übrig bleiben, sonst darf ich wieder 100 Euro investieren und das Ding zu Swordman schicken. Habe ich auch keine Lust zu. Bauen wir mal ein. Das machen wir auch noch mal ein bisschen sauber hier. Irgendwelcher Dreck. Ich fast überlege mir am Grübeln, ob ich nicht doch einfach die alte, das alte Untermesser hätte beibehalten sollen. Das wäre jetzt bisschen aufpassen hier. Im Riemen fertig. Das wäre vielleicht. Oh, meine Frau kommt wieder. Vielleicht wäre das die bessere Alternative gewesen. Keine Ahnung. Hat ja jemand von euch Erfahrungen? Ich weiß, es gibt Alternativen. Ich weiß es. Es gibt Firmen, die euch ein anderes Untermesser einbauen und die Spindel auch noch mal mit Hinterschliff schneiden, schleifen. Da haben Leute gute Erfahrungen gemacht. Ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht. Das Prinzip von Swordman ist ja hier ein weiches Untermesser zu haben, damit die ganzen Schäden ins Untermesser gehen und nicht in die Spindel. Das ist deren Philosophie. Ja, hier, da backt, da klackt er. Ja, das wird sich gruselig anhören. Okay, testen wir mal. Schon fest, ja. Das geht immer schnell. Wahrscheinlich werde ich gleich entsetzt wieder die Maschine ausmachen. Deswegen mache ich immer das Backlapping, weil es macht ja eh keinen Sinn, neues Untermesser einzubauen anscheinend. Nee, ne? Es war definitiv keine gute Idee, das Untermesser mit zu wechseln. Das macht wirklich nur Sinn, wenn man die Spindel auch schleifen lässt. Also bei Swordman zum Beispiel, die wechseln auch dann gleich das Untermesser mit. Ich hätte mein Untermesser eigentlich gar nicht wechseln dürfen. Ich muss jetzt das Untermesser quasi nachschleifen durch Backlapping. Dazu muss ich einmal den Riemen abnehmen und dann benutze ich
Komm her. Oh ja, danke. Ciao. Und dann benutze ich den ultimativen Backlapping-Adapter. Wir haben in unserem Shop Adapter für den Edwin und für den Elektra, damit ihr eben hier mit so einem Akkuschrauber, da muss ich auf Stufe 2 gehen, ganz einfach backlappen könnt. Dann setzt ihr hier auf diese beiden Schrauben drauf und könnt ihr mit dem Akkuschrauber relativ einfach backlappen. Ich benutze meine Backlapping-Paste, habe einen langen, so einen langen Pinsel und dann geht's los. Ja, da muss ich noch ein bisschen aufpassen, also wieder gelöst. Durch den Impuls. Noch ein bisschen viel. Durch den Impuls löst sich immer wieder. Na komm. Da. Ziehen wir noch mal ein ganz bisschen nach. Das hört sich schon richtig gut an. So, ich ziehe jetzt noch mal alle drei gleichmäßig nach, um so 15, 20 Grad. Und mach's dann noch mal. Ohne mich aufpassen, dass ihr nicht in die Spindel zu weit reinkommt, dass ihr nicht mit dem, na komm her. Also, ja, so. Okay. Jetzt hat er. Das hört sich aber richtig gut an. Richtig gut. Ja, so ein bisschen angeschliffen. Sehr schön. So, und jetzt bleibt leider auch nichts anderes, als mit Wasser das Ganze abzuspülen. Da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr möglichst nicht so sehr auf den Motor haltet. Das hilft nichts, da muss man einmal mit Wasser ran. Und deswegen gehen die Lager natürlich auch kaputt, ne? Wenn man mit Wasser da rangeht. Was willst du machen? Gut. Okay. Schalten wir mal, achso, Riemen drauf. Damit habe ich jetzt natürlich alle Unebenheiten weggeschliffen. Bitte? Siri redet schon wieder mit mir. Siri, ich will dich jetzt nicht. So, passt. Lass mal laufen. Ein bisschen aufpassen mit dem Wasser, das ist natürlich nicht gut.
Geil. Wie geil ist das denn? Damit schießt du natürlich auch das Wasser in die Lager rein und machst dann natürlich dadurch auch das Lager kaputt. Also das ist alles so ein Kompromiss. Ohne Wasser kann man nicht abspülen. Ich muss noch den hoch. Ups. Ist rausgefallen. Ich muss noch die Schnitthöhe einstellen. So, Sicherheitsschalter. Jetzt will ich noch mal einmal ganz kurz den Schnitt prüfen. So. So. Genau, man kann auch das Blatt einmal falten. Das ist auch nicht schlecht, so ein 80 Gramm Papier. Und wenn man dann auf jeden Fall ein Blatt schneidet, ja bitte, da schneidet beide wunderbar. Auch dazwischen schneidet überall perfekt. Auch an mehreren Stellen. So. Super, hier Mitte nochmal. Ja, wunderbar. Das sieht gut aus. Okay, funktioniert doch. Alles zur Backlapping-Paste, zum Adapter, zu den Ersatzlagern hier für die Spindeleinheit. Habe ich alles unten in der Beschreibung drin für euch. Ich hoffe, das findet ihr gut. Gebt mir gerne einen Daumen dafür. Ja, ihr habt jetzt mal gesehen, was das bedeutet hier bei einer Sportman-Spindel die Lagerung zu wechseln. Unter Messer ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, da müsst ihr gucken, ob das sinnvoll ist. Lieber die Spindel einmal einschicken. Also erst vielleicht neu lagern, dann die Spindel zu Sportman einmal einschicken. Und dann habt ihr wieder viel Freude und einen super leisen Mäher. Einen super leisen Mäher. Der Mäher ist so toll leise. Wenn er richtig funktioniert, ist das ein mega cooles Teil. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt mähe ich noch eine Runde. Tschüss. Meine Lehre, ich stelle immer mit Lehrere ein. Habe ich schon in vielen anderen Videos auch mal beschrieben. 11 mm. 11 mm. 11 mm. Wo ist jetzt mein Werkzeug? Da. 11 mm. Ach, komm her. Zack. Sehr gut. Passt. Fest, alles fest. Super. Es hat noch so ein kleines Summen, das schleift sich aber hier noch weg. Fantastisch. Ganz leichtes Summen hat er noch, das geht noch besser. Aber ist okay. Ja, jetzt wird es schon leiser. Wenn man es ganz genau nimmt, könnte man noch mal ein bisschen nachschleifen. Noch mal einmal. Dann wäre es, glaube ich, ganz perfekt. Oh, Wahnsinn. Aber super. Super.
Großartig. Wo ist das Papier? Irgendwo war ein Papier da. Na, das sieht auch klasse aus. Hammer. Ciao.